Ja, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garagengedöns. Ich bin hier gerade an der Autobahnraststätte, denn wir holen heute das zweite von insgesamt drei Fahrzeugen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ach, herrlich Leute, richtig geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich geht's weiter an unserem Offroad-Monster. Dafür haben wir den FAH-HML in der letzten Folge fit gemacht und getestet, aber wie ihr wisst, soll es ja nicht nur bei einem einzigen Fahrzeug bleiben, sondern insgesamt drei und deswegen holen wir heute das zweite. Schreibt doch schon mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was wir heute holen und los geht's! Nach einer ultralangen Fahrt endlich angekommen. Draußen ist richtig heiß, unsere Klima geht nicht, ein Traum und die Katze chillt noch ein bisschen in der Sonne, während wir hier das Fahrzeug sichten. Im Gegensatz zum ersten Fahrzeug ist der Zustand wirklich gruselig, aber die Basis ist geil, deswegen nehme ich es auf jeden Fall mit, dafür Rampen hin und das ganze Teil ab ins Auto. Ja, und sobald das Teil drin ist, erstmal alles sauber festgurten, dann die Rampen zurück und ganz wichtig, nicht den Mähbalken vergessen, denn der ist auch dabei. Nachdem der dann drin ist, schön ablegen, Türen zu und dann haben wir noch ein Eis geschenkt bekommen. Ehre, richtig geil. Grüße gehen raus an den Vorbesitzer und seine wunderbare Family. Richtig nette Leute. Und jetzt geht's wieder ab nach Hause. Da unser Navi aber gesagt hat, dass auf der Rückfahrt richtig viel Stau sein wird, gönnen wir uns jetzt noch eine herrliche Stärkung. Und nachdem wir die so richtig schön reinschnabuliert haben, noch kurz aufs neue Fahrzeug anstoßen und ab geht's. Endlich wieder daheim angekommen, heißt jetzt ausladen und die Adleraugen unter euch werden bestimmt schon gesehen haben, was wir hier ausladen, denn wir haben einfach nochmal einen von insgesamt 15.495 und heutzutage zugegeben ziemlich rar im FAH-HML ergattert, gönnt euch den hier. Zugegeben, der hier hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Patina wie der andere, aber einwandfrillo, wie der Fachmann sagt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao!